Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Tag in die erlauchte Runde der heutigen Webinar-Teilnehmer und insbesondere schieben wir gleich mal einen Gruß nach Westen und zwar in die USA zu unserem lieben Christoph Enslin, der, sehe ich gerade, auch schon eintrifft oder eingetroffen ist. Vielmehr insofern freue ich mich, meine lieben Teilnehmer, dass wir heute ja hier Welcome to JFD ein Stück weit in die Mythen des Algo-Tradings schauen und hierbei etwas entlarven. Und da freue ich mich natürlich, dass ihr kennt den Christoph hoffentlich schon aus früheren Webinar-Serien und Teilen, natürlich hier auch Expertise hoch 3, da er ja seit vielen, vielen Jahren im Bereich des algorithmischen Tradings und auch der EA Expert Advisor Erstellung tätig war, / vielmehr ist. Das ist genau das, wo wir uns heute da ein Stück weit auch dran bewegen und annähern wollen, diesem Thema. Ich bin sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Insofern würde ich ihm auch gleich dann das Wort mal übergeben. Ich schaue mal, wie wir das mit dem Mikrofon hinkriegen. Und wenn wir denn dann, ich weiß nämlich nicht genau, ob wir heute auf den Live-Chart gehen, wenn das passieren sollte, liebe Teilnehmer, ohnehin auch klarerweise keine Handelsempfehlung. Ihr wisst das, ich muss mich hier leider Gottes immer wieder neu wiederholen, aber jeder handelt auf eigenes Risiko und ihr wisst das, dass es eben alles eine subjektive Einschätzung ist und eben dann nie als Handelsempfehlung zu sehen ist, auch wenn der Christoph hier möglicherweise scharf schießen sollte, obgleich wir die Mythen ja hier vielmehr ja aus der Vogelperspektive wahrscheinlich betrachten und insofern freue ich mich, ihn dann auch gleich mal live zu schalten, den lieben Christoph. Wenn ihr Fragen zu JFD habt, ihr kennt unsere Kontaktdaten, support@jfd.de oder com, da werdet ihr beraten. So, Christoph, schau mal, ob du dein Mikrofon schon setteln kannst. Ich habe jetzt auch gar nicht gefragt, ob das Bild zu sehen ist und der Ton zu hören. Ich sehe aber schon, der Alex schickt Grüße in den Äther. Hallo Alex auch an der Stelle. Der Raum füllt sich zusehends. Also ich bin hier guter Dinge, dass wir am Ende des Tages ein funktionales Webinar am Start haben. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich den Christoph auch hier aktiviert bekomme. Müsste eigentlich live sein, Christian. Christian, sei schon. Christoph, sei gegrüßt. Hallo, lieber Christian. Jawohl. Kannst du mich hören? Ausgezeichnet wie eh und je. Perfekt. Ja, du bist Sir, lieber Christoph. Super. Schöne Grüße in die Heimat. Ja, ganz sicher sogar. Ganz sicher. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist. Bei uns ist ja so ein bisschen der Spätsommer eingezogen, will ich sagen. Wir haben in der Tat unglaublich warmen September. Ich war auch just vor 3 Tagen nochmal baden in einem unserer tollen Seen hier im bayerischen Gefilden. Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich noch richtig angenehm. Das hatte ich selten, dass man da im September nochmal ein bisschen mit Verlaub planschen kann. Aber wir wollen hier nicht übers Planschen oder dergleichen reden. Ich freue mich, Christoph, dass du da bist, dass du gesund bist und uns aus den USA hier zur Morgenstunde bei dir beerst. Genau, ich musste heute sozusagen extra früh aufstehen. Ja, so ein Gott. Der eine oder andere wird dich wahrscheinlich kennen. Vermutlich lässt du trotzdem ein kleines Intro da und ich hatte ja auch schon klarerweise gerade gezeigt, du hast das gesehen, was heute Thema ist. Ich bin sehr gespannt, weil mit den Mythen, ich weiß genauso wenig um die Tatsache, was du uns da für Mythen vorstellst. Das ist auch für mich eine Premiere, bin ich sehr gespannt. Und insofern würde ich dir direkt just den Bildschirm rübergeben und dann können wir in die Vollen gehen. Ja, bitte, schieß los. Super, dann einen Augenblick, liebe Teilnehmer, kurz einen kleinen Break und dann habt ihr gleich den Bildschirm vom Christoph. So. Jetzt schauen wir mal. Zumindest sehe ich schon den Übertragungsbildschirm und jetzt sehen wir auch tatsächlich Slides. Siehst du Slides oder siehst du auch meine Presenter Notes, meine Speaker Notes? Ich sehe auch deine Speaker Notes, die du da tatsächlich hast. Also ich sehe praktisch beides. Einerseits die Mythen im Hintergrund und die Speaker. Ah, okay, da muss ich mal. Ja. Da muss ich mal kurz schauen, dass ich nur. Genau. Ich kann hier nur ein Fenster auswählen. Perfekt. Super. Jetzt sehen wir die Candlesticks und eben Endkraft. Jetzt das. Ja, genau. Das ist gut. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich meine Speaker Notes wieder laden. Wo sind sie? Hier.
Die siehst du, jetzt hab sie, ich, also ich sehe sie, du siehst sie nicht, ne? Doch, ich sehe sie auch wieder. Sie sind in den Monitor gehuscht. Siehst Ich sie meine, auch wieder, so könnten wir okay. praktisch ohne Ton das durchlaufen lassen, wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Maßnahme. Musst du nochmal rüberschieben auf einen anderen Bildschirm oder eben zur Seite. Aber momentan wird der Bildschirm abgefilmt von dir, wo wahrscheinlich dann im Worst Case beides sitzt. Mal sehen. So, der Raum füllt sich Ah, weiter. okay, dann muss ich da nochmal in diese neue Technik hereingehen und das Ganze schauen, wie ich das bekomme. Schau ruhig mal. Also wie gesagt, Okay. die Slides sind in jedem Falle zu Aber sehen. Wir sehen deinen Bildschirm. Vielleicht kann der ein oder andere das auch bestätigen. Nicht, dass ich da hier Falsches kommuniziere, aber ich denke, wenn bei mir die Ausschläge hier grün sind, vom Ton und auch vom Bild, sozusagen die Frequenz gut ist, passt das. Genau, die Maria. Sei gegrüßt, Maria. Danke für das schnelle Feedback. Insofern alles gut. Dann sollten wir gleich anfangen können, denn ich denke, Christoph, du hast wieder ein bisschen was mitgebracht. ja klar, da geben wir nämlich Vollgas. Warte mal kurz. Ach so, jetzt ist es. Ich krieg das gleich noch hin. Kleinen Moment, ne? Kein Problem. Manchmal So. ist es eben mit der Technik nicht ganz so trivial und am Ende des Tages, vermutlich hat Christoph ein neues Setup, weil wir haben natürlich schon einige Webinare durchgeführt. Der eine oder andere weiß natürlich, dass wir auch da gern mal überzogen haben, aber wir geben uns Mühe, heute die gute Stunde einzuhalten. Genau, nämlich in der Regel zeige ich keine Präsentation und in der Regel zeige ich immer nur Charts oder sowas. Und ja. Ja, okay. Okay, jetzt machen wir es so. Du siehst immer noch nur die Slides oder Bin jetzt auf deinem Browser, was siehst du? Mindful FX, den Browser sehen wir Ach, jetzt. du bist aber im Browser. Okay, warte mal. Jetzt sehe ich die Okay. Slides. Jetzt siehst du die Slides. Also vielmehr das Programm. Also du bist jetzt, glaube ich, auf jetzt haben wir nur die Slides. Okay, dann wechsel das eben. Okay, dann machen wir es jetzt einfach so. Ich mache das Ganze ohne Speaker Notes. Wenn ich was vergesse, dann vergesse ich was. Was soll's? Das glaube ich nicht, Christoph. Das glaube ich Okay. nicht. Du bist so ein Und alter dann. Hase. Ich kann mich auch in unsere letzte Zusammenkunft im Raum Stuttgart erinnern, wo du wirklich einen sehr, sehr schönen Speech hattest. Das war, ich kann mich da an den philosophischen Part auch noch erinnern. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts vergessen wird und das Wichtigste, sozusagen rüberkommt. Also insofern starten wir durch. Ich denke, die Leute, jetzt haben wir Okay. auch sogar noch 6, 7 neue Teilnehmer gekriegt. Insofern hat sich die Verzögerung auch gelohnt, weil jetzt Ja, das dann ist super. sozusagen tatsächlich das Auditorium noch weiter angewachsen ist und wir jetzt mal deinem Vortrag lauschen. Perfekt. Nur mal ganz kurz, Check, du siehst jetzt den Vollbild? Jetzt sehe ich den Vorbild, Nur die eine Slide? nur den einen Slide mit den Candlesticks und eben der Headline. Jetzt wäre noch die Frage, wenn Fragen zwischendurch reinkommen, soll ich direkt Okay. reinfeuern oder eher sammeln? Sammeln Sie bitte. Ich habe fürs Ende mal eine kleine Q&A-Session geplant. Also dann, genau, da kriegt man das dann gebacken am Ende. Okidoki. Gut, dann schieße ich los. Herzlich willkommen meinerseits von ja aus den USA hier von North Carolina aus der Westküste. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Super, dass ihr euch mit dem Thema Algo Trading beschäftigen wollt und das Ganze von mir hören wollt. Das ehrt mich natürlich und genau, ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Kurz zu mir. Viele von euch werden mich wahrscheinlich schon kennen, aber der eine oder andere noch nicht. Deswegen dieser Teil, die mich schon kennen, vielleicht lernt ihr was Neues. Die mich noch nicht kennen, lernt ihr mich ein bisschen kennen. Ich bin Christoph Enslin und wie ihr es lesen könnt, ich bin besessen von der Idee, mit EAs auf Autopilot Kapital aufzubauen und dann, nachdem der Kapitalaufbau ja vollstatten gegangen ist, daraus dann natürlich auch einen Cashflow zu generieren, weil Kapital bringt eigentlich gar nichts, wenn es sei denn, man generiert daraus Cashflow, weil das ist dann da wirklich passives Einkommen,
Und darum geht es ja im Prinzip, ne? Dass wir hier von zu Hause aus arbeiten können und um, genau, und da dann quasi ja, unseren Lebensunterhalt entweder als ein Zubrot verdienen können oder einen kompletten Lebensunterhalt daraus ja, erzielen können. In dieser Präsentation werde ich einige Begriffe synonym verwenden und das will ich jetzt kurz vorab erklären. Also es gibt das Algo-Trading, es gibt einen EA, den Expert Advisor, das automatisierte Trading, Trading mit Bots. Was hat das alles auf sich? Grundsätzlich, also ich werde viel von Expert Advisors und in EA sprechen, hauptsächlich. Was ist ein Expert Advisor? Expert Advisor ist ein kleines Programm, manchmal ist es auch ein bisschen größer, aber in der Regel ist es relativ klein, das in den MetaTrader 4 oder den MetaTrader 5 rein installiert wird und kann auch nur darauf laufen. Es gibt einen Expert Advisor, ist ein, ja, dieses Programm, das beinhaltet in der Regel, wenn es also automatische Handelsregeln. Und solche automatischen Regeln nennt man Algorithmus oder kurz Algo. Und solche Programme im Allgemeinen, solche Expert Advisors, wenn sie zum Beispiel, als Expert Advisor ist quasi ein Trading Robot, ein Bot. Trading Bot für den MetaTrader 4, MetaTrader 5. Und wenn man aber, also EA sind nicht die einzigen Bots. Einzigen Trading-Bots. Ne? Also wenn ein Bot programmiert wird, dass der, was weiß ich, mit irgendeiner anderen Schnittstelle ja, verwendet werden kann, mit irgendeiner anderen Handelssoftware, dann nennt sich das eher im Allgemeinen ein Bot und Expert Advisor ist einfach eine Ausprägung, ein spezieller Bot, der speziell für den MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 programmiert ist. Also werde ich diese Begriffe immer wieder Synonym verwenden, Algo-Trading oder EA-Trading. Damit meine ich im Prinzip immer das Gleiche. Nur um vorweg die Verwirrungspotenzial im Prinzip zu stillen. So, jetzt würde mich mal ganz interessieren, ja, wer ihr seid, kurz. Ich sage dann auch noch ein bisschen mehr zu mir. Aber vorab erstmal würde ich gern wissen, wie es euch geht, sozusagen. Sagt einfach mal Hallo im Chat und von wo ihr euch reinschaltet, das finde ich nämlich immer irre, wie weit gestreut die Trader-Gemeinde, ja, so, wie weit gestreut sie im Prinzip ist über alle Herren Länder. Und ich bin auch immer wieder, ja, immer wieder, also ich bin ohne Internet aufgewachsen. Ich bin, wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt 43. Also das Internet kam so in meinen Teenage-Jahren und deswegen ist es für mich immer noch ein Phänomen, das ich bewundere, über das ich staune, dass wir uns hier ja, zusammenschalten können, egal von woher wir sind und miteinander lernen können, na, uns austauschen können, Erfahrungsaustausch machen können in unserer Leidenschaft des Tradings. Christian, von wo schalten sich denn die Leute rein? Ich sehe leider den Chat nicht. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ich könnte dir in der Tat rüberschießen, aber ich weiß um die Tatsache, dass du eher fokussiert bist bei den Vorträgen. Und ich finde die Idee ganz klasse. Das müsste ich mir auch mal angewöhnen, dass ich das so ein Stück weit mal abfrage hin und wieder. In der Tat ist viel Süddeutschland vertreten. Tatsächlich hier Bayern, auch Schweiz ist dabei. Wir haben Österreich vertreten. Das ist ja hier bei mir Niederösterreich sogar dabei. Nürnberg, und auch Zypern. Ja, ich sehe gerade, Zypern ist sozusagen ein Stück weit internationalisiert. Ansonsten sind wir hier schön der deutschsprachige Raum abgesteckt. Also Super. wirklich ganz große Klasse. München, München. Jetzt kommen hier auch viele, sage ich mal, Bayern. Also es ist wirklich stark. Kelheim hier zum Beispiel aus Bayern. Dann haben wir hier Baden-Mergentheim bei Würzburg. Kannte ich jetzt auch nicht. Grüße an der Stelle an die Martina. Liam, Katrin, kommt sogar aus Sachsen. Wir haben auch Sachsen dabei. Super. Auch einige Damen, Christoph, ich sagte es unlängst auch schon mal, es muss an dir liegen, dass wir jetzt hier so viele weibliche Zuschauer haben. Denn tatsächlich kommen hier dann auch noch einige Damen hier zu Worte,
die sich denn da melden und hier dem Christoph lauschen wollen, was er denn zu den Mythen zu sagen hat. Kölle ist auch dabei, super, Köln nicht zu vergessen, ist auch dabei, aber ein Stück weit ja, weniger aus dem norddeutschen Raum. Dortmund ist, glaube ich, das, was ich jetzt hier lese, gut, Dresden ist jetzt auch schon ein Stück weit oben, aber wir haben jetzt hier nicht irgendwie Hamburg, Berlin, weiß ich nicht, MacPom, Rügen, also sowas ist hier gar nicht dabei. Es ist tatsächlich alles ein Stück weit südlichere Hälfte und eben Zypern sogar zweimal jetzt an der Stelle, also freut mich auf jeden Fall prima, dass wir hier tatsächlich auch ein Stück weit außereuropäisch sind. Ich muss sagen, Christoph, wir hatten auch schon bei verschiedenen Events auch Leute aus den Philippinen und auch sogar schon aus Brasilien dabei, wohl dann aber auch Deutsche, die dann sozusagen ausgewandert sind und hier und da sich dann immer eben doch den Webinaren sozusagen ja, beiwohnen, frühen wollen. Jetzt kommt auch noch der Peter, hey, Ostfriesen sind doch ja dabei. Also, was soll ich sagen? Wir sind ein bunt gemischtes Volk und auch der Norden hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Also insofern sind wir mal gespannt, was da jetzt noch so kommt, sozusagen, wenn du schon sagst, sag mal Hallo im Chat und von wo du dabei bist. Das ist wirklich ein guter Teaser. Und dann mal Attacke. Attacke, super. Ja. Klasse, danke, dass ihr euch da quasi interaktiv mit einbindet. Das ist mir auch wichtig, dass hier quasi Interaktion zustande kommt, weil ja, Frontalunterricht ist nur bedingt wirkungsvoll. Deswegen bitte dabei bleiben, am besten alles andere ausschalten. Will ich aber nicht von euch verlangen. Ich weiß um die Realitäten des Lebens. Aber genau, aber ich freue mich, dass ihr hier jetzt erstmal quasi Hallo gesagt habt. Super. Dann weiß ich, dass ich nicht hier alleine im Raum bin. Genau, es geht ums Lernen, ums gemeinsame Lernen. Deswegen sind wir heute hier, um ein bisschen was auszutauschen, uns an Erfahrungen ja, weiterzugeben, insbesondere in Sachen EA-Training. Und ich zitiere dazu ganz gerne den Mahatma Gandhi, der ja, also der viele gute Sachen gemacht hat und viele gute Sachen gesagt hat, aber unter anderem eben lebe, als würdest du morgen sterben. Das heißt, also choose life, ja, also wirklich sei präsent, bewusst und hab Spaß auch, ne? Aber lerne, als ob du ewig leben würdest. Weil das Lernen ist, gibt uns wirklich ja, inneren Sinn und es geht insbesondere um das Lernen um sein eigenes Selbst im Trading und natürlich auch im EA-Trading. Und das Lernen um Trading und Handelssysteme ist quasi mein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. 1987 war ich 9 Jahre alt, ich habe meine erste Aktie gekauft oder meine ersten Aktien, das war Thyssen und Lufthansa. Eine jeweils, das waren glaube ich, was war das wirklich, 113 D-Mark damals, hat die Thyssen-Aktie gekauft und gekostet und irgendwas 50 oder 60 D-Mark die Lufthansa. Und nach 2 Jahren war die Thyssen-Aktie, hatte sich verdoppelt oder verdreifacht sogar. Und damit habe ich natürlich, damit habe ich so Faszination Börse gefunden. Das ist so die Idee dahinter, ne? Dass man einfach einmal so einen richtigen Knaller erlebt hat bei mir. Sehr, sehr früh und dadurch ist man natürlich ja, gebunden an diese Idee, dass man ohne quasi zur Arbeit zu gehen, sein Kapital vermehren kann, irre. Ja? Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch heute alle hier und interessiert euch fürs Trading und ja, wir teilen die gleiche Faszination. Ich habe dann nachdem ich mit der Schule fertig war, Banklehre gemacht bei der LBBW in Stuttgart, ein BWL-Studium Münster und Portsmouth, war dann beruflich beim Daimler zuerst und hatte da auch Praktika gemacht, auch bei Morgan Stanley in London ein Praktikum gemacht, halbes Jahr Equity Derivatives Sales, absolut genial. Und dann bin ich nach dem Studium zurück in den Forex-Handel oder was heißt zurück, da bin ich dann quasi im Forex-Sales gelandet, zuerst bei der HVB mit Trainee-Programm und meiner Juniorzeit und dann zur Deutschen Bank als Senior ja, Kundenberater im Forex-Sales. 2010 habe ich mich selbstständig gemacht mit der Mindful FX und seit 2012 biete ich die EA-Programmierung an, also EA-Programmierung
als individuelle Programmierung, um eben Handelssysteme zu automatisieren, bis heute. Und es ging immer wieder um Handelssysteme. Also 1987 wahrscheinlich noch nicht. Da hat man, also die Thyssen-Aktie und die Lufthansa-Aktie, da war noch wenig System dabei. Aber spätestens in der Banklehre haben wir uns dann um Systeme gekümmert. Da haben wir mit Investment Club gegründet und sowas. Und erst das Geld verdreifacht und dann das Ganze wieder verloren. Und das Gleiche dann noch mal ein, zwei Mal. Aber bei jedem Totalverlust sozusagen, kamen neue Lernelemente dazu. Und diese Lernelemente will ich eben heute weitergeben oder Teile davon, weil dieses ganze Thema Handelssysteme ist einfach so, ja, das triggert uns, ja, weil einerseits verspricht es uns, dass wir uns einfach zurücklehnen können und nichts tun, einfach dem Computer beim Traden zuschauen können. Andererseits aber haben wir vielleicht auch Angst davor, weil wir eben schon gehört haben, wie sich das Kapital mal bei der Nutzung von EAs oder anderen Handelssystemen in Luft aufgelöst hat. Und das Spiel von der Alarm hier, auch im EA-Trading gibt es keinen heiligen Gral. Ja, da kommen wir natürlich viel mehr im Detail dazu. Eines der Mythen ist, das geht in diese Richtung, oder wahrscheinlich mehrere werden in diese Richtung quasi gehen. Aber das schon mal vorab, das ist so die wichtigste Nachricht. EA-Trading ist harte Arbeit. Und weil es eben es geht natürlich ums Geld verdienen, es geht um Kapitalaufbau, Gewinne machen, aber das ist in Anführungsstrichen nur das Ziel. Und der eigentliche Weg ist das Ziel. Weil es kommt immer darauf an, wer wir auf diesem Weg zum Ziel werden. Wer werden wir dabei? Wenn wir richtig genial werden und zu richtig guten Tradern werden, richtig guten EA-Tradern, aber gleichzeitig ein Arm mit Ohren sind, dann haben wir gar nichts gewonnen. Haben wir zwar ein volles Konto und tolle Einkünfte von zu Hause aus, vom Computer quasi. Der Computer ist unsere Gelddruckmaschine, aber wir haben quasi nichts davon. Es geht immer darum, wer werden wir dabei, wenn auf dem Weg zu einem Ziel. Und das EA-Trading überhaupt, aber natürlich auch das EA-Trading ist eine einzigartige Chance, sich selbst kennenzulernen. Sich selbst kennenzulernen, um zu erfahren, wo muss ich mich weiterentwickeln? Wo hakt's? Wo mache ich immer wieder den gleichen Fehler? Und das schwappt in andere Teile des Lebens über. Ja, weil wenn ich mich selber besser kenne, dann kann ich natürlich viel besser reagieren, wenn es irgendwelche Konflikte in der Beziehung gibt oder auch in der Karriere natürlich. Also selbst wenn ich niemals zum Vollzeit-Trader werde oder das Trading mein Beruf ist, wenn ich mich selber besser kenne, habe ich viel, viel bessere Aussichten in der Karriere und bei normalen Jobs. Aber natürlich auch bei Sport, also quasi in allen Bereichen des Lebens, wenn ich mich selber kenne, habe ich einfach viel mehr Kontrolle über meine Reaktionen auf bestimmte Trigger und kann natürlich auch meine Gewohnheiten entsprechend trainieren, die mich hin zu positiven Triggerreaktionen führen. Übrigens, das Bild im Hintergrund will ich kurz erwähnen, das ist die Stuttgarter Bücherei, Stuttgarter Stadtbücherei, die neue Stadtbücherei, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Und das ist ein Irre. Also ich finde das so genial. Das ist so ein, es ist ein eckiger Bau, quadratisch, und innen drin ist dieses riesengroße Atrium und überall Bücher. Also quasi ein Tempel ein Tempel des Wissens. Und durch diesen Hohlraum, dieses Atrium, das ist das Innere. Ja, wir sehen das nicht. Unser inneres Selbst, wir können es nicht sehen, aber wir können darüber lernen. Wir können darüber studieren und uns selber beobachten und dadurch zu einem besseren Menschen werden. Also wenn ihr mal nach Stuttgart kommt, auf jeden Fall die Bücherei besuchen. Nicht um ein Buch auszuleihen, aber einfach super Architektur und ein tolles Gefühl in dieser Räumlichkeit. So, jetzt, warum Algo Trading? Also es geht darum, die Frage ist,
warum beschäftigen wir uns mit dem Thema überhaupt? Grundsätzlich habe ich erfahren, es gibt im Prinzip drei große so Felder, bei denen mir persönlich das AR-Trading besser gefällt als das manuelle Trading. Da ist jeder, da will ich euch jetzt nicht bekehren oder sowas, aber ich erzähle einfach aus meiner Sicht, warum ich gerne Algo-Trading betreibe. Erstens, es ist super schnell und super präzise. Es ist schneller, als ich jemals Handelssignale umsetzen könnte, ja, manuell im Trading. Und es bringt auch natürlich eine Präzision in der Umsetzung von Handelsregeln. Ja, man sollte sich seine eigenen Handelsregeln immer ausdenken und die dann umsetzen und sich an diese Regeln halten. Punkt. Und wenn ich einen AR zur Hilfe habe, ist das Ganze einfach viel präziser umgesetzt. Zweitens, ich kann sehr, sehr große, also ich mag Analysen und quasi das Testen von Handelssystemen in der Vergangenheit mit historischen Daten. Das kann ich einfach viel besser, viel schneller, viel umfangreicher machen, wenn ich einen AR habe. Oder ja, weil dann kann ich einfach im MetaTrader 4, MetaTrader 5 gibt es eingebauten Strategietester, sodass ich quasi die Systeme, die ich mir ausdenke, die ich mir automatisiere, sehr, sehr schnell, ja, und mit in sehr vielen Ausprägungen von Variablen zum Beispiel oder für vielen verschiedenen Symbolen oder Timeframes, kann ich einfach unglaublich große Tests machen. Das könnte ich manuell nie so darstellen. Und dann auch natürlich ganz wichtig, und das ist eigentlich der ganz größte Reiz daran, das Algo-Trading gibt mir zeitliche Freiheit. Ich muss natürlich viel arbeiten, um einen guten Algo zu entwickeln und eine gute Einstellung zu finden. Aber wenn das mal geschehen ist, dann läuft alles andere quasi delegiert. Dann kann ich auch mal aufs Klo gehen während des Handelstages. Ich muss auch mal, also ich muss im Prinzip nicht auf den Computer starren oder, falls ich mal weggehe, Angst haben, dass ich ein Handelssignal verpasse. Ich habe die zeitliche Freiheit, mal dies, mal das zu tun, während der Trading-Session. Das sind so für mich die großen Plus am Algo-Trading, und das bringt uns jetzt natürlich auch zu den Mythen. Diese 11 Mythen, die ich mal für euch jetzt zusammengestellt habe, und ich will die mit quasi beleuchten, entlarven und daraus 11 Wahrheiten machen für euch. Vorab: Was treibt den Handel an der Börse? Gier und Angst. Ist ganz klar, das wissen wir. Gier ist quasi, und das kann in ganz, ganz, also Gier ist immer so ein, ist sehr, sehr plakativ, ja. Aber Gier kommt in ganz kleinen Ausprägungen auch vor. Also das heißt, dass wir eben, dass wir 20, 30, also dass wir quasi Anfänger sind im Trading und gleich mit 20, 30% oder vielleicht sogar mehr, 100%, 1000% Renditeerwartungen haben. Ja, und das will ich aber vorab sagen. Also wenn ihr euch der Gier hingebt, und da komme ich wieder das Lernen über das eigene Selbst zurück. Ja, wenn wir uns einer Gier hingeben, das führt zu hohen Risiken. Ja, wir gehen dann große Deals ein, was weiß ich, wir riskieren 10% oder 20% des Kontokapitals, weil wir denken, ah, das Ding verzehnfacht sich und wir brauchen jetzt unbedingt einen 100%er Deal. Bloß, das geht halt eben auch ganz, ganz schnell schief. Ja, wer im Schnitt vielleicht mehr als 2% im Schnitt pro Deal riskiert, der wird ganz, ganz schnell feststellen, dass die Konten viel zu schnell kaputt gehen. Weil sich halt mal 10, 20 Verlustdeals in Folge, vielleicht auch mal 30, 40, 50, das kann einfach sein, das kann passieren. Auch bei einem guten Algorithmus, beim gut getesteten Algorithmus, das passiert einfach. Ein zu hohes Risiko führt zu viel zu hohen Schieflagen, sehr unangenehm. Das führt zu Frustration, das führt zu Lähmung. Quasi, da kannst du gar nichts mehr tun, wenn du in so einer Schieflage sitzt. Und dann greifst du irgendwann ins Klo und machst du die Position zu mit, was weiß ich, 20, 30% Verlust. Und dann hast du eine Rastlosigkeit, weil du diesen Verlust, den behältst du im Hinterkopf und den willst du schnell wieder aufholen. Und dann gehst du quasi schnell wieder zu hohe Risiken ein. Du wirst ungeduldig,
Das funktioniert, vielleicht funktioniert es auch mal, du hast da mal ein Erfolgsergebnis, aber im Endeffekt hast du viel zu wenig Erfolgsergebnisse. Das führt dann zu Zweifeln. Einerseits an dir selbst, dass du vielleicht nicht dafür geschaffen bist, zum Trader zu werden. Oder auch natürlich der Zweifel an der, ja, an dem Handelssystem selber. Vielleicht auch ein Zweifel an der Ehrlichkeit des Brokers, an der, ja, an der eigentlichen Natur des Marktes. Ja, du fühlst dich dann natürlich so, dass der Markt immer gegen dich ist. Aber wenn du das mal analysierst, und da geht es wieder darum, dein eigenes Selbst zu kennen, dann kommst du zurück, dass eigentlich der Grund dieser Kette deine eigene Gier war, dass du zu ungeduldig warst, zu gesagt, ja, zu quasi zu unrealistisch. Ganz, da waren wir alle. Ja, ich sage, das ist jetzt nicht irgendwie beschuldigend oder sowas. Da waren wir alle. Da war ich selbst natürlich auch. Und ich mache immer noch Fehler. Ich mache sie immer weniger grundsätzlich. Aber es ist ein ganz, ganz menschliches. Also es ist ganz menschlich, quasi diese Kette, diese nicht tugendvolle Kette, diese quasi Kette hin zum Misserfolg zu durchlaufen. Und je besser ihr euch kennt, desto besser könnt ihr da ja, quasi einen Schraubenzieher ins Fahrrad werfen und das Ganze bremsen. So, kommen wir zu den Mythen jetzt endlich. Mythos Nummer 1. Gewinne im Algo-Trading kommen nur auf den EA an. In Klammern, um das zu qualifizieren und nicht auf den EA-Nutzer. Das ist einer der Dinge, die ich immer, immer wieder höre. Es geht um einen EA, es geht um einen bestimmten Handelsalgorithmus und der muss von alleine gut sein, ja, damit Gewinne gemacht werden können. Das höre ich immer wieder von Kunden, von Interessenten. Und ja, die Wahrheit ist die folgende. Die Frage, wenn zwei Trader den gleichen EA haben, das ist ganz logisch, sollten diese doch identische Ergebnisse erzielen, richtig? Ja? Nein. Grundsätzlich, wenn sie jeweils, also wenn beide Trader exakt das Gleiche tun, natürlich kommt dann ungefähr das Gleiche raus. Ja? Die Ausführungen sind vielleicht um Millisekunden verschoben, das heißt, es gibt ein bisschen andere Kurse. Okay. Aber so im Großen und Ganzen, über langfristig kommt dann auch das Gleiche raus. Ja, aber der Nutzer selber, es kommt immer noch auf den Nutzer selber an. Denn wenn ihr einen EA nutzt und keine Geduld habt, dann greift ihr automatisch hier und da, und sei es nur ganz selten, ins EA-Trading ein. Dann sagt ihr, ja, die Position, die ist ja jetzt, weiß ich, die ist ein paar Pippchen, ein paar Indexpunkte vom Gewinnziel, schließe ich mal lieber. Ja? Damit haltet ihr euch nicht an die Regeln. Und es kommt wieder Gier auf, es kommt Angst auf, was dann im Endeffekt zu fehlender Geduld führt. Es kommt natürlich auf den Mut drauf an. Ne? Also nach einer guten Testserie, wenn ihr ein EA testet, dann bekommt ihr bestimmte Testergebnisse und dann sagt ihr vielleicht, ah, das ist ja jetzt super. Aber wird das auch in der Zukunft passieren? Hier kommt es auf den Mut an, dann auch mal auf diese Testergebnisse eben zu vertrauen. Es kommt aufs Risikoprofil an, ja. Wollt ihr einen EA haben, der, was ich, 10-mal am Tag einen Trade macht? Oder ist es euch zu hektisch? Mir wäre das zu hektisch, zum Beispiel. Und deswegen nutze ich EAs eher, um quasi weniger Deals zu machen. Genau, und das passt eben besser zu mir. Und das ist eben wichtig, einfach zu wissen. Risikoprofil, Erwartungen und dann aber natürlich auch hier die Testtiefe. Also wie gut habt ihr getestet? Darauf kommt es im Prinzip komplett an. Also ich höre immer wieder von Kunden, da komme ich nachher nochmal dazu. Mythos, das ist ein anderer Mythos, sage ich nochmal mehr dazu, zu der Testtiefe. Man kann solche EAs in allen Parametern anders einstellen, jederzeit verändern, auf anderen Timeframes nutzen. Gibt so viele Freiheitsgrade, dass es kommt natürlich auch auf den EA an, der muss ein gewisses Qualitätsniveau haben, ganz klar, der muss gut programmiert sein, der muss entsprechend auch Ergebnisse liefern können, aber zwei Trader werden den gleichen EA immer anders verwenden. Und
eben zu anderen Schlüssen kommen über die Verwendung. Mythos Nummer zwei. EAs sind automatische Gelddruckmaschinen oder sollten es zumindest sein? Richtig? Die Wahrheit ist natürlich, sind sie leider niemals. Das muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Es gibt keinen heiligen Gral, aber grundsätzlich ist es, haben sie immer wieder, je nach Einstellung natürlich, EAs haben, gute EAs haben Phasen, in denen sie fantastisch laufen, aber auch dann wiederum Marktphasen, in denen sie wieder, in denen sie einfach Verluste machen. Ich kann da mal kurz einen aktuelle Equity-Kurve zeigen. Also das seht ihr jetzt nicht, das muss ich jetzt hier nochmal freischalten. Dieses Fenster und jetzt wegschieben. Warte mal. Du such nur in aller Ruhe raus und ich finde den philosophischen Anteil, den der Moment einstreust, wirklich fantastisch. Hier fragt gerade der Michael, ob wir nicht über Algo-Trading gesprochen. Wir reden über die Mythen des Algo-Tradings, lieber Michael. Hier ist heute nicht das, was man sonst vom Christoph gewohnt ist. Programmierung, Live-Trading, Live-EA, Live-Programmierung, das ist heute nicht der Fokus. Hier heute geht es eben um die Mythen, die der Christoph sozusagen in seiner Laufbahn bislang entwickelt hat, erfahren hat, erfahren musste. Und da schauen wir ihm heute über die Schulter. Also heute ist tatsächlich das Algo-Trading weniger Thema. Schau da bitte, lieber Michael, am Donnerstag 11 Uhr bei uns rein, wenn es um den Forex-Bull-Workshop geht. Da geht es speziell um Algo-Trading und auch die Verwendung eines EAs, der auch kein heiliger Gral ist, aber eben eine Handelsunterstützung. Wollte ich nur kurz auffangen und den Rest dann zum Ende. Wollte nur die Brücke schließen, während du hier die Equity zeigst. Christoph, fortan. Super, alles klar. Dankeschön. Ich habe jetzt heute Morgen mal noch eine Equity-Kurve aus meinem Echtgeldkonto von einem meiner, also meinem Top-Performer im Prinzip erstellt. Und ihr seht, es gibt immer wieder kleinere Zacken in dieser Kurve. Und es gibt aber auch mal größere Zacken. Hier diese Phase hier von Deal Nummer 28 bis Deal Nummer 48. Jetzt 20 Deals in Folge geht es im Prinzip bergab. Ja, das wird den einen oder anderen, wird da die werden da viel, die Zweifel überkommen und andere werden sagen, werden die Geduld aufbringen können, die notwendig ist, um quasi die richtige Marktphase wieder abzuwarten. Ja, das ist eben wichtig. So, kommen wir wieder zurück zu den Mythen. Halt. Okay, ist er noch nicht. Genau, die automatischen Gelddruckmaschinen sind sie natürlich nicht. Ja, also es gibt natürlich Algorithmen, die dafür getrimmt sind, regelmäßig, also regelmäßig Gewinne zu machen, aber haben dann auch entsprechend Nachteile, die dann eher mit sehr sehr kleinen Take Profits arbeiten und vielleicht sehr sehr weiten Stop Losses. Und ob ihr das wirklich haben wollt, überlasse ich mal euch. Ich würde es generell aber nicht empfehlen. So, genau, also kommt es eben immer wieder auf Marktphasen an, ja, also dass EAs eben in manchen Marktphasen gut laufen oder bestimmte EAs in bestimmten Marktphasen gut laufen und manche nicht. Und der Job des Traders ist es, des EA-Nutzers, diese Marktphasen herauszufiltern und einfach mal sagen, okay, jetzt pausiere ich den EA mal. Na, wir sind gerade in der Drawdown-Phase, jetzt pausiere ich ihn, aber mein System ist grundsätzlich weiterhin gut. Ja, also ich habe noch sehr, sehr wenige EAs gesehen, die wirklich jahrelang ununterbrochen Gewinne machen. Aber man kann eben durch die Modellierung, durch die Betrachtung der Equity-Kurve, der Ergebnisse, der kumulierten Ergebnisse eines EAs auch quasi dann als ein Beispiel Muster erkennen, die da sagen, okay, jetzt muss ich halt den EA, der vielleicht für Trendfolge gebaut ist, muss ich halt jetzt mal ausschalten, weil vielleicht über die Sommermonate wenig Trends entstehen. Und das macht ihn nicht zu einem schlechten EA. Ne? Es macht uns zum schlechten Trader, wenn wir denken, dass der dass ein EA quasi immer an sein muss und immer gute Ergebnisse erzielen muss. Mythos Nummer drei. Mit EAs schalte ich Emotionen im Trading komplett aus. Ja, das ist, was denkt ihr, ist das wahr, ist das falsch? Das ist so einer der Gründe, die ich immer wieder höre von anderen, warum sie EAs nutzen.
So als einer der Hauptgründe. Aber vielleicht, wenn du gut aufgepasst hast, das war nicht einer der Gründe, die ich oben in der vorherigen Folie erwähnt hatte. Die Emotionen, die ich mit EAs ausschalte, sind die, die im Daytrading passieren. Ja, also ich versuche Ausbrüche zu handeln innerhalb von einem Tag und liege vielleicht mal schief und ja, wie auch immer, ne? Wir nehmen zu früh den Gewinn mit, wie auch immer. Diese typischen Emotionen, die wir aus dem Daytrading kennen, die schalte ich mit EAs aus. Aber es kommen andere Emotionen auf. Quasi zum Beispiel eben die Geduld, die Ungeduld ist ja eine Emotion. Dass jetzt ein EA zum Beispiel mal einen Monat lang oder 2 Monate Verluste macht. Auch in der Testphase, ja, bevor ich einen EA überhaupt live schalte, das sind auch ganz große Emotionen am Werk, insbesondere wenn ich Geld investiert habe oder viel Zeit investiert habe in die Entwicklung eines EAs, dann oder im Kauf oder der Miete eines EAs, dann habe ich natürlich ganz andere Emotionen. Dann will ich unbedingt, dass der funktioniert. Aber vielleicht muss ich ein bisschen umdenken und einfach mal Abstand nehmen. Also es sind andere Emotionen am Werk. Ich schalte die Emotionen im Trading nicht komplett aus. Das ist, ah ja, das habe ich jetzt hier schon mal vorweggenommen. Genau. Richtig. Also ich ist die die der die Emotionen sind andere, die ich managen muss, und ich muss natürlich den Lernprozess zur inneren Ruhe hin durchlaufen und mich auf die mögliche Einflussnahmen meinerseits konzentrieren, nicht auf die Resultate. Die Resultate sind nachher natürlich quasi, die analysiere ich, aber ich muss mich immer darauf fokussieren, was ich beeinflussen kann. Ja, also das innere, meine innere Gedankenwelt. So, Mythos Nummer 4. Ja, es gehen viel zu hohe Risiken ein, sodass man schnell einen Totalverlust erleidet. Wahrheit? Es kommt eben auf den EA und auf den Nutzer des EAs an. Ja, es kommt darauf an. EAs können natürlich so eingesetzt werden, dass sie einen Totalverlust produzieren, was sich in nicht gut eingestellt oder nicht gut kontrollierter Martingale-EA, der quasi keine Reißleine hat oder sowas, wird ziemlich sicher, ziemlich über kurz oder lang einen Totalverlust produzieren. Den kann man nutzen, wie man will. Das wird so passieren. Aber EAs, die mit einem guten Money Management ausgestattet sind, die können natürlich auch 100% verlieren, wenn man 100% riskiert oder mehrfach vielleicht 20 oder 30 oder 40%. Aber es kommt im Prinzip auf uns an. Wie verwenden wir diesen EA? Wie managen wir das Risiko? Wie verringern wir das Risiko? Ja? Das stringente Money Management, vielleicht Close-All-Regeln. Es gibt auch EAs zum Beispiel, die nicht selber Deals eröffnen, sondern die dazu eingesetzt werden, das Konto zu überwachen und alles schließen und alle EAs von allen Charts löschen, wenn zum Beispiel 10% Drawdown übers gesamte Kapital, übers gesamte Konto entstanden sind. Ja? Also EAs können eben nicht nur mit Handelsalgorithmus, sondern eben auch mit Risikomanagement-Algorithmen ausgestattet werden. Das heißt, hier kommt es wirklich drauf an, nochmal auf den EA, aber natürlich auch auf uns, wie wir EAs nutzen. Mythos Nummer 5. Mit EAs kann ich mich zurücklehnen und muss ihnen für den Rest meines Lebens nur noch beim Traden zusehen. Klingt gut, oder? Und es ist natürlich teilweise auch wahr, wenn ich mal eine gute Testserie gesehen habe, und ich hab das euch vorher gezeigt, ne, mit die Equity-Kurve meines besten Performers, meines besten Pferds im Stall derzeit, kann man sich eigentlich zurücklehnen. Ja? Aber geht natürlich nicht. Die Märkte verändern sich ständig. Das wissen wir. Ja? Marktphase verändert sich. Diese eine Marktphase, die ich euch vorher gezeigt habe, wo es 20 Deals lang ging es bergab mit der Equity-Kurve. Wer sagt, dass sich die nicht noch weiter fortsetzt? Da muss ich natürlich ein Auge drauf haben. Mein Job, der Job des EA-Nutzers, der Job des Traders verändert sich, wenn ich EAs nutze. Vom Trader, der die Deals platziert, hin zum Analysten. Ich muss die Strategie und natürlich auch die Ergebnisse analysieren. Und
Wird aber selber natürlich nicht obsolet, ja? Gut. Mythos Nummer 6. EAs sind Blackboxes, denen ich nicht vertraue. Ja, ist das wahr oder ist das falsch? Manche EAs, manche Algos sind es natürlich, ja, wenn ihr euch ein Algo kauft oder mietet, oder ein EA kauft oder mietet und nicht wisst, was der tut, dann ist es eine Blackbox. Dann, also Blackbox heißt quasi, es gibt ein Programm und das hat entweder einen starren Algorithmus oder es hat einen KI-Algorithmus, und wir wissen aber nicht genau, was es tut. Wir EA-Nutzer. Vielleicht der Programmierer weiß es, vielleicht weiß es aber auch nicht. Aber das gibt's, ja, das ist lustig, aber das gibt's. Insbesondere wenn dann mal eine künstliche Intelligenz am Berg ist. Wer weiß dann wirklich noch, was da Sache ist? Wenn ich aber nicht weiß, was da drin los ist, dann würde ich selber den EA natürlich auch nicht verwenden. Meine persönliche Meinung, ja. Wenn ihr einer Blackbox vertraut, tut das, aber es bleibt trotzdem weiterhin, ja, quasi überwacht ihn mit den Ergebnissen. Ich persönlich wäre sehr, sehr vorsichtig und würde eben auch diese einer Blackbox, bei der ich wirklich gar nichts, von der ich wirklich gar nichts weiß, ja, nicht vertrauen. Deswegen immer mal, also würde ich quasi meine Aufmerksamkeit auf EAs und Algos legen, die ich für selber verstehe. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Mythos Nummer 7. Ich nutze keine EAs, weil ich lieber manuell trade. Ja, also ist es ein Mythos, ist es keiner, okay. Aber es ist eine Vorliebe. Ja, vielleicht habe ich eine Aversion gegen solche Automatismen. Alles kein Problem. Vollkommen in Ordnung. Ich persönlich würde aber zumindest das Money- und Risikomanagement einem EA übertragen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe zum Beispiel für das manuelle Trading, ich muss mal dann kurz hier das JFD-Demo-Konto zeigen. Für das manuelle Trading, ups, na, ist das falsche Fenster hier. Hier zum Beispiel auf dem Goldchart als Beispiel. Wenn ich zum Beispiel selber entscheiden will, gehe ich long oder gehe ich short? Ich habe hier mir einen EA gebaut, der heißt MFX Click Trader. Den gibt es aktuell öffentlich nicht. Also, den biete ich gerade öffentlich nicht an. Wird sich aber wahrscheinlich ändern, weil ich im Oktober mit einem Gruppencoaching-Programm starte und da wird es den EA darin geben für Teilnehmer. Und genau, aber hier zum Beispiel, wenn ich hier kaufen will oder verkaufen will, könnte ich natürlich hier die Buttons nutzen, die es im MT4 gibt. Aber ich kann, na, ich muss, da muss ich selber herausfinden, welche Lot-Size ich handeln will. Ich habe jetzt hier den Click Trader so eingestellt, dass er mir automatisch errechnet, dass ich ein halbes Prozent meines Kontokapitals riskieren will mit diesem Deal. Dann klicke ich auf Buy, ja, und dann kann ich hier mir zum Beispiel schauen, kann ich hier schauen, die Stop-Loss, das Stop-Loss, das ist, also quasi die Vorschau des Deals. Also der Deal ist noch nicht gemacht. Er gibt mir eine Vorschau und kann hier jetzt durch das SL jetzt hier unter das letzte Tief stellen und weiß ich, vielleicht habe ich ein Bullish, vielleicht geht es um knapp an dieses Level hier ran. Dann sehe ich hier automatisch das halbe Prozent Risiko. Dann sehe ich hier, wie viel Gewinn kann ich machen mit diesem Deal und er rechnet mir automatisch die Lot Size, die dieses Risiko, also das halbe Prozent vom Konto Equity, ihr seht, wie der Kurs tickt hoch und runter, das riskierte Equity bleibt ungefähr gleich, es verschiebt sich ganz leicht hinter dem Komma, aber was sich verändert, sind die Lot Sizes, ja, wenn der Kurs hier weiter unten ist, wir waren über drei Lots und so weiter und dann kann ich hier auf OK klicken und wird nochmal gefragt, will ich das wirklich tun? Okay, will ich tun und dann wird der Deal erst eingegangen. Und jetzt habe ich damit zum Beispiel einen EA genutzt, der nicht selber handelt, der nicht automatisch handelt, aber ich habe ihn quasi als Unterstützungstool, um selber mein eigenes Risiko zu managen, mein eigenes Money Management besser zu gestalten. Also insofern diversifiziert betrachten, ob ich einen EA als, ich habe irgendwie zwei Fenster offen gerade. Blackboxes hier.
Also ob ich vollautomatisch, also die Frage ist eher, will ich vollautomatisch handeln oder will ich so handeln, will ich EAs quasi gezielt nutzen, um mir anzeigen zu lassen, ne? Um mir quasi anzeigen zu lassen, wie das Ganze, also mich quasi beim Risikomanagement zu unterstützen. So. Genau. Ich habe auch zwischen anderen EA, der Rainbow Trading EA, da ist ein Teilschließungsbutton mit eingestellt, zum Beispiel, wenn der EA würde dann automatisch einen Deal eröffnen, aber ich kann zum Beispiel nach meinen eigenen Regeln, die ich aber vielleicht nicht programmieren kann oder will, dann auf Teilschließungen, vielleicht also eine Teilschließung von der Position vorzeitig machen. Ja, also ganz unterschiedlich können solche EAs verwendet werden. Gut. Jetzt, das ist ein großer Mythos Nummer 8, das ist ein wichtiger. Mit ein paar wenigen Tests, vielleicht nach ein paar Tagen Testing, sehe ich, was ein EA taugt. Höre ich immer wieder von Kunden. Also ich habe, was ich, so, das ist jetzt, ich erzähle einfach nur, also Tatsachen. Ich kriege immer wieder von meiner Website, werden EAs gekauft, alles gut. Und danach ich habe eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, sodass die Käufer wirklich gute Zeit haben, 4 Wochen, über 4 Wochen Zeit haben, den EA zu testen. Und nach ein, zwei Tagen kriege ich aber die Meldung, ja, ich will den EA zurückgeben, weil ich zum Beispiel nicht von der Funktionalität von dem EA überzeugt bin. Sage ich, okay, kein Problem, du kriegst dein Geld zurück, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber das sehe ich halt, es geht nicht, in 2 Tagen kann ich niemals sehen, ob ein EA gut ist oder nicht. Ich selber mache mir immer einen klaren Testplan und befolge den. Und so ein Testplan dauert, um den durchzuführen, dauert das. Das dauert 2, 3, 4 Wochen. Deswegen ist es eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie, keine 3 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja? Nach ein paar Tagen kann ich niemals, also vielleicht einen schlechten EA kann ich vielleicht nach 2, 3 Tagen vielleicht schon erkennen, wenn quasi immer nur Totalverluste produziert aufgrund vielleicht eines nicht änderbaren, nicht einstellbaren Risikoerhöhung oder sowas nach Verlustdeals oder sowas, das Thema Martingaling, dann kann ich da natürlich relativ schnell sehen, mit meiner Erfahrung aber, dass da wahrscheinlich zu nichts taugt oder so nicht viel. Aber ein gut programmierter EA kann, da brauche ich Wochen, um gute Einstellungen zu finden. Wenn ich da nach ein, 2 Wochen vielleicht Kombinationen gefunden habe, die so ein Break-Even-Szenario erstellen, vielleicht ein ganz leichtes Plus, aber es ist nicht wirklich prickelig, ist nicht wirklich anreizend, dann weiß ich aber zumindest, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, dann weiß ich, okay, wenn ich mit einem Handelsalgorithmus über lange Frist In-Sample-Testing, es gibt In-Sample und Out-of-Sample-Testing, will ich jetzt hier nicht weiter dazu sagen, aber quasi in meiner Testmethode sehe, dass hier irgendwo, dass da was Gutes da ist, dass ein Break-Even da ist. Wenn es Break-Even ist, dann habe ich zumindest schon mal was verdient? Spread, Swap-Kosten, Commission. Ja? Das ist schon mal positiv. Das heißt, da ist irgendwo ein positiver Bias in diesem Algorithmus, in diesen Einstellungen. Und dann ist das eine gute Grundlage, um da quasi weiter zu bohren, da weiter in die Tiefe zu gehen. Und ja, eben einfach weiter zu testen, bis hin zu einer guten, verwendbaren Einstellung. So. Mythos Nummer 8. Mit EAs kann man schnell reich werden. Ist quasi ein anderes, aber ich will es einfach mal so ausdrücken, wie es hier steht. Der erste EA, den ich mir jemals programmieren lasse oder den ich jemals kaufe, führt fast niemals zum Erfolg. Das ist so. Ja, EA-Trading ist wie alles andere. Da fällt kein Meister vom Himmel. Und es ist natürlich immer wieder die Dollarzeichen
In den Augen. Wenn ich von Algos höre, dann sage ich, ah, ein EA, der kann mir dann, wenn das ein guter EA ist, dann kann ich wiederum, kann ich einfach hinsetzen, den traden lassen und dann verdiene ich Geld. Ist halt Pustekuchen, ne? Das passiert nicht. In EA, also um zum guten EA-Trader zu werden, das ist ein langjähriger Prozess und den will ich persönlich auch, was ich da in den letzten 10 Jahren gelernt habe und vor den 10 Jahren, bevor habe ich quasi mechanisch gehandelt, mechanische Handelssysteme gehandelt, seit in den letzten 10 Jahren dann automatisiert. Was ich da alles gelernt habe, das ist unglaublich. Das ist einfach, es kommt in hoffentlich ein paar Wochen wird ein Buch rauskommen, ich mit einem Kollegen zusammen geschrieben habe, über wie man ein EA, wie man einen Handelsalgorithmus richtig entwickelt. Und da wird schon ganz klar, dass das ist ein langwieriger Prozess. Das ist keinen, da geht es nicht darum, hier schnell in ein, 2 Tagen eben den berühmten Heiligen Gral, vermeintlichen Heiligen Gral zu finden, sondern es ist einfach viel Zeit, viel Schweiß, viel Anstrengung notwendig, um es eben hin zum erfolgreichen EA-Trader zu schaffen. Da will ich euch auch grundsätzlich bei unterstützen. Ich werde Ende Oktober ein Gruppencoaching-Programm starten, wo es darum geht, es geht nicht ums Programmieren, sondern es geht um die systematische, richtige Verwendung, Prozesse, quasi Testprozesse, aber natürlich auch sich selbst kennenlernen Prozesse, um das ganze Paket im Prinzip richtig zu gestalten. Also Psychologie, Fachkenntnisse und natürlich eine gute Methode, um Tests, um von einem quasi von einem EA und der Frage, wie soll ich ihn verwenden, hin zum profitablen Einsatz von EAs zu kommen. Gut, Mythos Nummer 10, wir haben es fast geschafft. Mit EAs kann man leicht 100% oder mehr Rendite machen. Geht quasi in die ganz ähnliche Richtung, ist natürlich ein bisschen präziser. Ja, sowas gibt es sicherlich, aber es gibt es meiner Ansicht nach nicht dauerhaft. Ich habe hier ein Beispiel, nenne ich hier das Provide Liquidity Beispiel. Ich habe da, ich glaube, das war 2017 oder 2018, hatte ich ein System entwickelt, das über viele verschiedene Währungen hin, über Portfolioeffekten, Ausbrüche, Gegenausbrüche gehandelt hat. Und das hat wunderbar funktioniert, ein ganzes Jahr lang. Da hatte ich 70%, 76% oder sowas, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich in einem Jahr zu Buche stehen. Da haben bei mir auch die Alarmglocken geläutet. Ich habe dann auch das Risiko reduziert. Aber das war auch gut so, weil sonst hätte ich nicht nur die 76% Gewinn verloren, sondern ich hätte auch noch das erstmal das eingesetzte Kapital, das ursprünglich eingesetzte Kapital auch verloren. Ja. Und so in diesem Provide Liquidity Ansatz habe ich quasi nur in Anführungsstrichen das verloren, was ich eingesetzt hatte in der Folge. Und da geht es wieder drum. Also wenn euch irgendjemand kommt und sagt, es gibt hier 100% Gewinn, das wird sicherlich mal, oder 400 oder 1000 oder sowas, das gibt es sicherlich und es wird sicherlich auch mal phasenweise funktionieren, aber es geht wieder hin in Richtung der Gier. Also wenn ihr einen Hedgefondsmanager fragt und der sagt, er macht, weiß ich, 10 oder 20% Gewinn im Jahr, dann ist das richtig gut. Ja, wieso sollten wir als quasi Laien oder Anfänger oder Amateure plötzlich 100, 200, 1000% Gewinn machen können auf Dauer, ohne Glück, sondern mit Methode? Wieso soll das funktionieren? Geht nicht. Also man hat natürlich mal Anfängerglück und auch mal Glück zwischendrin, aber wer sich nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und hin zu einem wirklichen Profi entwickelt, also Profi zumindest von der Einstellung her, dann ja, there is no free lunch. Ja, es gibt kein kostenloses Mittagessen in der Wirtschaft, zumindest nicht langfristig. Deswegen hier kurze Slide zwischenrein, bevor wir zum Mythos 11 kommen. Es gibt hier quasi drei Ziele, die wir erreichen müssen, und zwar in dieser Reihenfolge. Und das gilt fürs Trading manuell und das gilt fürs Trading mit EAs.
Das Ziel Nummer eins ist im Spiel bleiben. Das muss ich zuerst lernen. Ich muss zuerst lernen, mein Konto nicht zu verspielen, ne? Mein Konto nicht unnötig 20, 50, 70% zu reduzieren, sondern zumindest mal so um den Nullpunkt herum zu schwanken, damit ich langfristig im Spiel bleiben kann. Dann geht es darum, im nächsten Schritt stetige Gewinne zu machen, vielleicht 5 oder 10% im Jahr. Und ich weiß, das wird euch nicht vom Hocker reißen, aber das ist die Realität. Und wenn ihr es so vorgeht, werdet ihr zum Ziel kommen. Und erst quasi, wenn ihr das soll nicht steige Gewinne, soll stetige heißen. Muss ich verändern, muss ich die Folie noch korrigieren. Aber dann erst ganz zum Schluss, wenn ihr das geschafft habt, dann können wir uns darum kümmern, auch mal so große Gewinne zu erzielen. Ja, weil dann ist es nicht mehr Glück, sondern dann ist es Methode. Also die Reihenfolge dieser Zielerreichung ist absolut wichtig. Und jetzt nochmal Mythos Nummer 11. Da geht es ums Programmieren jetzt selber. Programmieren von EA schafft man nur, wenn man Informatik studiert hat. Und das kann ich widerlegen. Ich selber habe keine Informatik studiert. Ich bin Banker, ich habe Banklehre gemacht und BWL-Studium und hatte mit dem Programmieren relativ wenig am Hut. Ein bisschen natürlich Excel und sowas programmiert dann irgendwann auch mal kleinere Makros in VBA für Excel. Und dann habe ich mir einfach ein Buch ja, angeschafft, ein Buch über das EA-Programmieren, habe das durchgelesen und mich dann auch über ja, einfach habe ich darin reingedacht und habe es selber gelernt, das zu programmieren. Und deswegen denke ich, es kann jeder. Ja? Und wer sich, es wird sich aber vielleicht, es kommt drauf, also du musst es aber zutrauen. Ja? Du musst wissen, dass es für dich möglich ist, ums Programmieren lernen zu können. Wenn du das nicht tun willst, dann gibt es natürlich EA-Programmierer, die deine ja, die deine Algorithmen umsetzen können in automatische Programme. Ich selber werde das nicht mehr tun. Ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht, habe mich davon jetzt aber wegbewegt, weil, wie schon erwähnt, ich mich jetzt um die Gründung eines Gruppencoaching-Programms kümmere, dass es bei der es darum geht, eben mit EAs Geld zu verdienen, nicht unbedingt um EAs zu programmieren, oder es geht überhaupt nicht ums EA-Programmieren. Und genau, aber wenn ihr einen EA-Programmierer braucht und ihr mich quasi noch als EA-Programmierer kennt, könnt ihr auf eaprogrammiererfinden.de gehen. Da werdet ihr weitergeleitet auf diese Seite hier, mindfulfx.de, EA-Programmierer-Verzeichnis mit Bindestrichen. Und da findet ihr aktuell eine Handvoll Programmierer, die hier mit, also die quasi sich den Prinzipien Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und Preiswertigkeit, nicht billig, aber preiswert, die sind ihren Preis wert, verschrieben haben, und bei denen ihr dann quasi euch eure EA-Programmierung umsetzen lassen könnt. Wollte ich euch nur mal zeigen, das ist jetzt ziemlich neu, glaube ich erst seit letzter Woche live und genau. Nur mal kurz am Rande. So, jetzt haben wir diese 11 Mythen und 11 Wahrheiten besprochen. Ganz wichtig, wenn ihr eine Sache von heute mitnehmt, sagt Nein zu der Kette von, die von Gier zu quasi Verzweiflung führt. Na, unser kleiner Junge hier, der einfach als Kind haben wir Schwierigkeiten, unsere Gier zu kontrollieren, und so ein schöner Sahnekuchen, Schokoladenkuchen ist einfach eine geile Sache, ja. Aber wir können uns ja auch nur ein Stück davon abschneiden. Wir sind erwachsen und wir können über uns selbst lernen und wir können uns vernünftige Erwartungen statt gierige Erwartungen aneignen, was zu gut steuerbaren Risiken führt, was, wenn wir falsch liegen, zu verkraftbaren Schieflagen führen. Dadurch behalten wir einen klaren Kopf, können noch ruhig schlafen. Dadurch können wir weiterhin geduldig sein, geduldig weiter testen, die Märkte beobachten, EAs beobachten und natürlich dann Vertrauen gewinnen, Vertrauen ins System, Vertrauen in die EAs, Vertrauen in uns selbst, das Selbstvertrauen, dass wir das wirklich schaffen können. Genau, und falls ihr diese Präsentation haben wollt, könnt ihr die euch runterladen.
Hier, also jetzt einfach nur die Slide-Text, weil es gibt ja hier einige, viele Sachen nachzulesen, die vielleicht zu schnell gehen oder vielleicht wollt ihr sie später nochmal nachlesen. Könnt ihr euch runterladen, kostenlos, www.mindfulfx.de/11-Mythen. Ich will euch hier nämlich in der heutigen Präsentation nichts verkaufen. Es kommt jetzt kein Pitch, nein, falls ihr was erwartet habt, das kommt nicht. Aber ich würde natürlich gerne mit euch in Kontakt bleiben und ich hätte es super gerne, wenn ihr euch, falls ihr es noch nicht seid, für meine Freitagsmail, für meinen Newsletter anmeldet. Dann geht ihr einfach bitte auf mindfulfx.de/11-Mythen und könnt ihr euch hier das PDF bestellen, also das Slide-Deck hier, die Präsentation als PDF. Und könnt ihr euch hier die E-Mail-Adresse eintragen. Wenn ihr die nur wollt, nur das PDF haben wollt, dann einfach direkt auf kostenlos bestellen klicken. Hier, ich schreibe mal das ist übrigens meine E-Mail-Adresse hier, ce@mindfulfx.de. Könnt ihr mir gerne schreiben und ja, mir eure Fragen stellen und dann auf kostenlos bestellen klicken. Ich hätte es natürlich gerne, wenn ihr euch auch meine Freitagsmail kostenlos bestellt, dann einfach hier das Häkchen setzen und dann auf jetzt bestellen klicken. Alles kostenlos, alles unverbindlich, ihr könnt euch jederzeit aus dem E-Mail-Verteiler austragen. Kommt dann eine E-Mail, ihr müsst ja nochmal auf so Double Opt-in, also ihr müsst die E-Mail-Adresse noch bestätigen und dann bekommt ihr das PDF gleich zugeschickt, automatisch. Genau. So, dann eure Fragen, deine Fragen bitte. Wie sieht's aus? Christian, konntest du Fragen sammeln? Jawohl, gar nicht mal so viele, Christoph, weil du hast es ja sukzessive sozusagen ja durcherklärt und auch deine Darstellung hier entsprechend kundgetan und wichtige, sage ich mal, Punkte definiert, die zweifellos mit dem Thema zusammenhängen. Insofern umso wichtiger, dass man das auch mal zutage fördert. Gerade wie du sagst, Gewinnmaschinen unendlich laufen lassen, viele Sachen, die da teilweise einfach dann falsch verdaut oder auch verarbeitet werden von jemandem, der dann denkt, ja, so ein Algorithmus macht eben hier nach dem Motto die eierlegende Wollmilchsau. Alles von alleine, man braucht nie mehr was tun. Das ist mit Vorsicht zu sehen. Und in dem Kontext habe ich aber auch einen interessanten Punkt und eine Frage von einem Teilnehmer. Du sagtest nämlich vorhin, dass man dann den EA sozusagen auch mal ausschalten kann, was ja definitiv auch notwendig ist. Aber da kam das Gegenargument, man weiß ja nicht, wie die Zukunft wird, Stichwort Forward-Testing zum Beispiel, denn die Drawdown-Phase kann ja in dem Moment dann theoretisch enden, an dem man dann den EA abschaltet. Wie handelst du das denn? Oder schaltest du den ab oder gehst du mit der Size runter? Da wäre so die Frage, wenn ein Drawdown auftaucht und vorhin hast du so beiläufig gesagt, man kann den EA abschalten. Würdest du das generell dann empfehlen und dann auf ein Demo weiterhandeln oder wie gehst du damit um? Das ist auf jeden Fall mal eine wichtige Frage. Ja, das ist eine super Frage, genau. Da gibt es mehrere Ansätze dazu. Es kommt, also wenn ich ein EA habe, bei dem ich ganz klar bei der Equity-Kurvenentwicklung sehe, dass er immer wieder hochgeht für eine längere Zeit und dann immer wieder runtergeht für eine längere Zeit, dann bietet sich's an, quasi das Ein- und Ausschalten des EAs auf der Ebene der Equity-Kurve zu bestimmen, also quasi einen Algorithmus auf den Algorithmus zu setzen. Und das würde ich natürlich deswegen muss ich auch immer dabei bleiben. Ne? Das ließe sich theoretisch auch nochmal automatisieren. Aber des besseren Verständnis halbers ist es, denke ich, besser, wenn man dann wirklich also den EA sozusagen im Demokonto ständig laufen lässt. Dann habe ich die dauerhafte Equity-Kurve oder ich kann natürlich auch Backtests machen, um die Equity-Kurve mir immer neu zu errechnen. Egal wie, das wird funktionieren. Und dann aber im Live-Konto in so einer Aufwärtsphase der Equity-Kurve eben den EA anschalten, quasi wie ein Trendfolgemodell. Ja? Wenn ich, wo ich, wenn, wenn, der, wenn ein Kurstrend ein gewisses Momentum erreicht habe, springe ich auf den Zug auf oder ein Ausbruch oder sowas, springe ich auf den Zug auf und dann klar kann es dann sofort, kann sich der Trend ins Nichts auflösen. Das passiert im Trading, aber es passiert natürlich auch bei solchen durch die Equity-Kurve gemanagten EA-Einsätzen. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier durchlaufen müssen. Es geht darum, erst bei den EA funktionell zu testen,
Und eben Einstellungen zu finden, die entweder solche klaren Equity-Kurvenmuster bieten oder der quasi tendenziell ho hoffentlich wie ein Aufwärtstrend am Markt, am Euro-Dollar-Markt oder am DAX-Markt oder wie auch immer, so immer höhere Hochs und höhere Tiefs sich entwickelt. Und da kann man natürlich auch optimieren und sagen, das Volumen runterschrauben zum Beispiel. Das ist eine gute Möglichkeit. Man kann ihn komplett abschalten. Also da würde ich mich jetzt nicht einer Methode festschreiben, sondern mir diesen Strauß an Methoden vorhalten und dann jeweils für meinen Tradingplan, selbst wenn ich eine AR verwende, brauche ich noch einen Tradingplan, nämlich den Tradingplan, wie ich den AR verwende, kommt das in den Tradingplan rein, dass ich sage, okay, wenn, was ich, Drawdown 10% über einen Monat oder 3% oder wie auch immer geschehen ist oder vielleicht fünf Verluste sind in Folge, dann schalte ich das Ding erstmal ab oder reduziere das Volumen und beobachte nur weiterhin mit Backtests oder auf dem Demokonto. Und dann, wenn sich das Ganze, was ich, wenn dann weitere Drawdown geschehen ist und ich sehe, dass sich die Marktphase auch verändert, das spüre ich ja auch durch den Markt, also in der Regel funktioniert entweder gut, wenn Trends da sind oder wenn ein Seitwärtsmarkt da ist. Ja, eine gute Mischform ist schwierig zu finden. Man kann das kombinieren, gibt es auch, aber auch das unterliegt dann quasi Schwankungen, wie man solche Kombinationen gut verwendet. Das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel für sich. Genau, also im Prinzip habe ich die Antwort schon hab ich zweimal gesagt, aber ich wiederhole sie nochmal. Also es muss ich quasi aus der Testserie einen Einsatzplan für den EA schmieden und de in dem festlegen, wie ich den EA manage, wann ich ihn ausschalte oder vielleicht will ich ihn gar nicht ausschalten, vielleicht nutze ich ein Volumensspiel, ne, dass ich das Volumen runternehme oder hochnehme in gewissen Phasen und dann dadurch quasi den Einsatz des EAs ja, die Rolle des Traders, des EA-Traders wahrnehme. Ja. Die Trades selber werden delegiert, aber welche Trades und mit welchem Risikomanagement sie eingegangen werden, das bestimme ich. Guter Punkt an der Stelle, was ich auch spannend fand, die Equity zu beleuchten. Das ist tatsächlich aus der Praxis auch von mir heraus, aus dem, sage ich mal, aggressiveren Trading-Zeiten eine definitiv wichtige und große Erkenntnis. In der Tat auch seine Equity-Kurve so ein Stück weit eben zu analysieren, welche Steigungs idealerweise oder welchen Worst Case fallenden Neigungswinkel hat sie. Ja, gibt es so eine Art Top, Doppeltop oder nehme ich Risiko rein, erhöhe es, hat die Strategie gerade einen guten Lauf, einen schlechten Lauf, fand ich ein super Punkt. Und an der Stelle ist es tatsächlich immer genau das, wie du es jetzt auch schon zusammengefasst hast an der Stelle. Jetzt zum Ende hin hätte ich noch zwei Punkte. Zum einen, ich habe auch noch einen heißen Programmierer für dich, den du auf der Seite ergänzen kannst. Den einen oder anderen kenne ich übrigens auch persönlich sogar von den AR-Programmierern. Finde es natürlich schade, Christoph, dass du dich sozusagen einerseits da ein Stück weit zurückziehst, andererseits, wie ich erfuhr, ein Buchprojekt abgeschlossen. Tolles neues Setup und ich sage mal, da werden wir ja hoffentlich weiterhin unsere Wege gemeinsam beschreiten, um auch da zu verfolgen, wie es weiter vorangeht und hier natürlich auch immer wieder ein Win-Win zu erzeugen und mal zu schauen, was man da den ja, Zuschauern von heute und generell zukünftig oder auch deinen alten Fans dann sozusagen mitgeben kann, was da sozusagen kommt. Den Herrn der Stunde, den ich dir noch empfehle aus Österreich, den schiebe ich dir zeitnah mal zu. Das ist auf jeden Fall auch einer High-Level-Programmierer, passt da auf jeden Fall in die Runde. Und zu dem Punkt muss man natürlich auch mal einen Programmierer finden, der einem sozusagen da auch abholt. Das ist ähnlich wie beim Coaching, ne? Der eine hat den Style, der andere den. Am Ende programmieren sie alle dieselbe Suppe, aber man muss natürlich auch mit den Genau. Anforderungen zurechtkommen oder auch mögen. Du, ich weiß aus deiner Zeit, du hast schöne Anforderungsprofile gehabt, die es erstmal zu bearbeiten galt. Ja, bei anderen ist es so, dann schick mal zu, was du hast, und dann schauen wir mal. Also es sind immer verschiedene Ansätze, das muss man eben lieben und diversifizieren. Ansonsten jetzt zum finalen Punkt, und dann sind wir auch schon bald durch. Und zwar, das ist auch ein Punkt, der häufig kam, wo ich jetzt die Brücke mit deinem Buch, was du ja erwähnt hattest, das ist echt überraschend, wusste nicht, von freue ich mich tierisch drauf, hoffe, es gibt da nochmal eine signierte Version, vielleicht für die Fans, wo wir dann später mal eintauchen ins Thema oder auch für mich. Grundsätzlich hier nämlich die Frage nach einer Buchempfehlung für EA-Programmierung. Da sieht es meines Erachtens sehr dünn aus. Ja, ich habe
Muss ich mal kurz schauen. Was Diese da? Frage kommt immer wieder, deswegen da habe ich, also ich kann euch das Buch verraten, dass ich, mit dem ich das Programmieren gelernt habe, und es war wirklich nur eins, das hat im Prinzip mich auf den Pfad gebracht, dass man, was ist denn das gleich hier, dieser letzten Slide hier, hier auf der Wahrheitsslide, genau. Ich stelle das hier mal in, das ist eine lange, naja, lange URL, aber da ist, ich habe hier einen Blog geschrieben, 2016 schon, da ist das Buch erwähnt. Hier, das heißt, also es ist auf Englisch, das ist von einem Andrew Young und man muss natürlich Englisch können, um das zu lernen, um das aus von diesem Buch zu lernen, aber es ist auch, also meine, gut, ich spreche natürlich als jemanden, der Englisch gut kann. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es ist, wenn man Englisch gar nicht kann, ob man es dann, ob man dann überhaupt was versteht. Aber also das ist ein wirklich ein Top-Buch. Ich schreibe mal dieses den Link hier in den Chat. Kannst du kannst du den mal noch weitergeben, Christian, diesen Link von meinem Blog? Wenn du mir auf Skype rüber Kannst du den schiebst, dann gerade mal rüber. Copy und Paste machen? Also, Ja. so, wenn du mir den Siehst du jetzt, den schon bei dir? ich sehe ihn noch nicht bei mir. Die Leitung hakt manchmal ein bisschen. Du gehst ja auch über den großen See. Mach mal Copy-Paste, dann kann ich das auf jeden Fall in den Ja. Chat reinstellen. Das ist dann insbesondere auch spannend natürlich für den lieben Thilo, der direkt nachfragte. So. Kannst du. Ja, schieß nochmal durch. Ich habe es noch nicht bekommen. Dann habe ich auch noch Wie eine sieht's spannende jetzt aus? Abschlussfrage bekommen. Ansonsten können wir Ja. das auch gern mit einbauen, beziehungsweise ich meine, Mindful FX-Blog, da kann ja jeder draufklicken im Zweifel. Ich habe es aber nicht bekommen. Entweder hakt die Leitung, aber ich bin in jedem Genau. Falle offline, offline, was sage ich, online. Gut. Sonst würden wir jetzt auch nicht sprechen. Mein Also, digitales Office ist auch genau. geöffnet. Das wundert mich, weil sonst haben wir ja auch hier mal eine Chance. Ich kann ja mal gucken, wo du dich rumtreibst und mal kurz ein Hallo durchjagen, weil ich sehe dich hier als rot markiert, sozusagen im Business. So, jetzt musst du mal schauen, ob mein Also Gesicht ich bei bin dir hier, ich auftaucht. schicke das ja nur an. Halb so schlimm. Naja, also ihr könnt ja auf mindfulfx.de/blog gehen Ich hab's und schon. dann gibt es hier ein Suchfeld und dann, ach hast du es, Genau, okay. genau. Ich bin jetzt Dann selber auch auf hier die einfach Seite im gegangen. Suchfeld Buchempfehlung eingeben. Genau. Das schicke ich mal durch. Du hast da eh ein großes Sammelsurium. Es lohnt sich da eh mal reinzuschauen. Aber den Link stelle ich gern rein, beziehungsweise jeder, der zuschaut, Ja, kann das ja auch nachvollziehen. Aber genau. die Buchempfehlung, da haben wir ja, jetzt muss ich nochmal schauen, Mindset, Shaolin, Energy Bus. Du hast da einiges. Genau, das der vierte von oben hier, das Buchempfehlung und Fragengutschein. Da, das ist der richtige Blog und dann ist hier, glaube ich, hier unter zweitens ist hier der Link zu dem Genau, Buch. genau. Expert Advisor Programming for MetaTrader 4. Das gibt es auch für MetaTrader 5, auch vom gleichen Autor. Und dieser Andrew Young. Das ist meine Empfehlung. Das ist, ja, das ist, also, da lernt man nicht alles dabei, aber es ist ein super Einstieg und durch Trial and Error und ja, einfach weiterlernen, Logik an Anwendung von Logik lernt man dann auch, kann man im Prinzip mehr und mehr umsetzen. Gibt da auch Foren und Codebasis im Internet, sodass man sich manche Sachen dann auch Copy and Paste von Internetseiten runterholen kann. Also das ist alles gut. Aber Stück für Stück, ne? Man wird es nicht über Nacht lernen, das ist klar, Da kann sondern ich aber einfach geduldig, gleich Schritt für Schritt. anschließen. Die Teilnehmer sind noch absolut aktiv jetzt im Rahmen der Fragerunde. Und zwar der Günther sagt, es ist selbst, wenn man Englisch nicht so gut kann, gut, weil eben die Programmblöcke und Codes auch super erklärt werden. Das sollte man dann eigentlich auch mit Grundkenntnissen verstehen. Daran dürfte es jetzt eigentlich nicht scheitern. Ich habe aber noch eine andere wichtige, spannende Frage, neben dem MT5. Wie ist es mit dem MT5? Ja, es ist im Prinzip eine eigene Programmiersprache. Und hier, wie gesagt, die Programmierer, die der liebe Christoph da aufgeführt hat, die sind meines Erachtens auch größtenteils MT5 schon fit, auch wenn das natürlich ein anderer Code ist, der MQL5 als der Vierer. Ja.
Das ist eben nicht so Copy-Paste, mal eben irgendwie Aber das du kannst Upgrade dann davon. in dem Programmiererverzeichnis auch filtern. Genau, sehr In dem gut. Programmiererverzeichnis kannst du dann auch filtern, ob du für MT4 oder MT5 die Programmierer willst, und dann wird entsprechend, ich glaube, es sind aber alle, ich glaube, von denen sind alle MT4 und MT5 fähig, wenn ich es weiß, wenn ich es richtig weiß. Also MT, nee, einer macht keine MT4 zum Beispiel. Also sie machen alle MT5, aber einer macht kein MT4 mehr oder hat es nie gemacht, das weiß ich nicht. Und genau, Sei es also drum. Die, ihr die könnt sind, filtern einfach, genau, genau. kann man filtern. Im Prinzip, Buchempfehlung von den Metatrader 5 wüsste ich jetzt nicht, im englischsprachigen Raum wahrscheinlich. Es ist halt eine Nische, ne? Also es ist halt wirklich so, es gibt da ja die MQL-Shops sozusagen, wo man viel kaufen kann oder auch, da gibt es natürlich auch 99% Schrott, viele Martingale-Systeme und bla, das muss man echt aufpassen. Aber letztlich ist natürlich die Finanzwelt ein Zahlensalat, den man durchaus mit algorithmischen Systemen sozusagen matchen kann. Was ein guter Einwurf von dir vorhin noch war, ist die Tatsache, dass man natürlich sich bewusst machen muss, und da rede ich jetzt auch aus der Erfahrung, dass die größten Hedgefonds der Welt mit Blick auf die letzten 25 bis 30 Jahre eine durchschnittliche Rendite von um die 20% gemacht haben. Da gab es auch mal Jahre mit 400% und auch mal ein Jahr mit minus 30. Aber grundsätzlich muss man sagen, diese Hedgefonds, das ist die Top-Elite dieser Welt, die machen jetzt auch nicht jedes Jahr irgendwie 1000%. Also da muss man wirklich auch den Realismus beiwohnen lassen. Und wenn ein Trader selber eben den Markt schon outperformt, und ihr wisst, dass ein S&P oder auch Standardaktien haben langjährig auf 100 Jahre gesehen eine 7- bis 8-prozentige Rendite. Ist man Trader, ist man erfolgreich und ist dann im zweistelligen Bereich 15, 20, 30%, dann gehört man wirklich schon zur Elite, obgleich es einzelne Marktteilnehmer gibt, die auch wirklich outstanding Performances leisten. Das will ich nicht absprechen. Ich habe auch selbst schon sowas gesehen, mit wirklich un- oder abartigen Renditen, aber auch die sind nicht jedes Jahr wiederholbar. Und deswegen mal hier so ein bisschen der Quantenschluss oder der Schulterschluss an der Stelle, dass wirklich, wenn man im Bereich 20% ist, 30% ist das schon absolute Weltklasse. Also spielt man wirklich in der obersten Liga mit. Und den einzigsten Vorteil, den wir haben als, ich sag mal, kleinere Handelsinstitutionen, ist der, dass wir keine Volumenprobleme bekommen. Ja, weil jeder, der schon mal im Wealth-Business war, also in der Vermögensverwaltung oder im Asset Management, der wird verstehen, dann irgendwann ist die Kunst nicht die Trades zu finden, sondern die Trades marktschonend zu platzieren und gute Ausführungen zu bekommen. Und wenn man da auch im Forex-Bereich unterwegs ist, dann geht das auch schon ab 50 bis 100 Lots pro Ticket, da sind wir ja auch schon im 10-Millionen-Bereich, dann tatsächlich auch los, dass man da nicht mehr so eine Ausführung bekommt, wie wir sie bekommen mit 0,123 Pip-Spreads, also wirklich hardcore-engen Spreads und Scalping und dergleichen. Das können die ganz großen Adressen nicht. Das können wir als kleinere Nummern machen, um da sozusagen in diesem Haifischbecken mitzuschwimmen. Und das ist schon ein Vorteil. Teil, aber immer der gewisse Realismus, der muss hier mitspielen. Und jetzt darf ich mich nicht verlieren in dem, sag ich mal, Statement, weil ich will noch eine Frage abschließend bringen von nämlich dem lieben Daniel, der ist immer noch da und hofft wahrscheinlich auch auf die Antwort. Immer noch deswegen, weil das Auditorium tatsächlich noch gut gefüllt ist, Christoph, aber wir sind schon fast eine halbe Stunde drüber. Jetzt müssen wir wirklich langsam zu Potte kommen. Die Frage ist nämlich Genau, ich die, muss auch gleich los, deswegen exakt, eine Frage und zwar, letzte Frage. letzte Frage. Ansonsten schreibt es den Christoph, er hat es angeboten. Wie gut kann man in 12 Monaten mit einem guten Trade Management plus Regelwert und täglichen Einsatz auf einem Demokonto werden? Laut deiner Erfahrung nach, Christoph ist an dich gerichtet, nach seiner Erfahrung nach sind spezifische Programme besser als Allrounder. Hast du die Frage soweit mitnehmen können? Also da kommt jetzt sozusagen nochmal ein Abschlussstatement nach seiner Ich Meinung. verstehe, ich glaube, ich verstehe sie noch nicht ganz. Na, die Frage, genau, wie Ich gut glaube, ich man verstehe nach sie noch nicht ganz, was sie 12 Monaten tatsächlich werden kann. Also wie gut man werden kann, wenn man 12 Monate trainiert hat mit Trade Management Regelwerk auf einem Demokonto. Ob das ausreicht, um dann wirklich eine Strategie, so leite ich das ab, live dann gehen zu lassen. Also reichen 12 Monate der intensiven Entwicklung des Ach so. täglichen Einsatzes aus, um dann wirklich ein tragbares System nach 12 Monaten sozusagen auch in die Anwendung zu bringen? Okay, jetzt verstehe ich es. David war das. David oder David, Daniel? Daniel. Okay, Daniel. Also ich denke, also 12 Monate, wenn, okay, also es gibt so ein Spektrum von Typen an Tradern. Es ist nicht bewertend, sondern wirklich rein beschreibend. Es gibt Leute, die sind so, ja, so
quasi zwanghafte Trader, so wie ich. Und ich kenne mich in der Hinsicht auch und muss mich da echt bremsen. Und das geht auch AR. Also ich sehe irgendwie ein gutes Setup, eine tolle Equity-Kurve und dann sage ich, ah, da muss ich sofort handeln. Ich muss mich bremsen und dann erstmal auf dem, also nach, wenn ich im Test eine gute Equity-Kurve sehe, dann muss ich erstmal weiter testen. Out of sample testen. Dann muss ich aufs Demokonto gehen und dann mit kleinem Volumen aufs Echtgeldkonto. Wenn dann immer noch alles passt, dann kann ich auf mein Zielvolumen gehen. Okay? Das ist so, so eine Kette muss ich mir auferlegen, weil ich in diesem auf dem Ende des Spektrums bin. Das andere Ende des Spektrums sind Typen von Tradern, die wollen quasi alles, also die haben Schwierigkeiten, den Schritt vom Demo aufs Echtgeldkonto zu machen. Wie gesagt, das ist nicht bewertend, sondern rein beschreibend. Eins ist nicht schlechter als das andere, aber sagen wir, beides ist quasi in seiner Extremform nicht zielführend. Ja, der eine, also ich, der eine, das eine Ende, zu dem ich gehöre, macht dadurch Verluste, unnötige Verluste. Und derjenige, der quasi nie oder sehr, sehr schwierig zum Echtgeldkonto geht, der verpasst natürlich auch entsprechend Chancen. Also beides ist nicht zielführend. Das ist die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. 12 Monate auf dem Demokonto, wenn man ganz, ganz neu anfängt, ist sicherlich eine gute Sache. Wirklich einfach mal wirklich nur nichts riskieren, einfach alles lernen, alle technischen Details. Wenn wirklich der Anfang dieser 12 Monate auch der Anfang seiner Trader-Laufbahn war, okay. Andererseits würde ich sagen, 12 Monate wäre ein bisschen zu lang, weil sich da dann bis vielleicht auch das Setup eventuell nicht mehr lohnt, weil sich dann solche Anomalien, auf denen gute EAs oder gut funktionierende EAs, gut funktionierende Einstellungen von EAs basieren können, dann auch schon wieder weg sein. Aber innerhalb von, kannst du in 12 Monaten, ich denke schon, ja, also bei den 12 Monaten kriegst du einfach gute Übung. Ja, du kriegst sicherlich ein sehr gutes Gefühl, wann ein bestimmter EA funktioniert, wann nicht. Vielleicht kannst du dann dadurch auch auf der Meta-Ebene Schlüsse ziehen. Also ich denke, kann mir gut vorstellen, dass in 12 Monaten du sehr, sehr viel lernst. Insbesondere, wenn du dich ständig drum kümmerst und mit einem offenen Geist an die Sache rangehst, viel liest, vielleicht das eine oder andere Coaching-Programm durchläufst. Also mein Coaching-Programm, das ich aufziehe, das hoffentlich im Oktober an den Start gehen wird, ist für 12 Monate ausgelegt. Ja, und da wird man natürlich nicht 12 Monate auf dem Demokonto bleiben. Wenn nötig, ja, wenn man, wenn möglich, ist der Schritt wichtig, vom Demokonto auch zum Echtgeldkonto zu gehen, und dann aber mit kleinen Volumina, mit kleinstmöglichen Volumina und mit dem auch nur mit Geld, das verloren werden kann, ohne dass ich finanziell in Probleme komme. Ganz, ganz wichtig. Aber im Endeffekt die richtigen Lessons, die richtigen, wo ich auch die richtigen realistischen Emotionen empfinde, die hier mit dem Trading und dem AR-Trading zusammenhängen, die kriege ich erst, wenn wirklich echtes Geld im Spiel ist. Und das heißt, 12 Monate Demokontoeinsatz, super, aber es ersetzt nicht auch den Echtgeldeinsatz mit geringstmöglichem Volumen. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, ein bisschen abgeschweift vom Kern der Frage, aber also, wie gesagt, ist es möglich oder ja, nicht? Du hast es im Prinzip beantwortet. Ja. Wie gesagt, es geht ja auch meines Erachtens wie bei allen, das hat man ja auch aus der, sag ich mal, Kunst oder auch der Kampfkunst oder anderen, du musst es 10.000 Mal gemacht haben, ja. Also ich sag mal, du musst, wenn du ein guter Chart-Design willst oder Analyst, musst du 10.000 Charts gezeichnet haben, du musst 10.000 Mal die Geige gespielt haben, du musst das Gesetz der großen Zahlen. Und manche schaffen das in 6 Monaten, die anderen in 12, je nachdem, wie zeitintensiv du bist. Ich bin mir aber sicher, wenn man 12 Monate EA-Trading intensiviert durchführt, dann kann man fast schon auch eine Koryphäe da werden, weil ich glaube, da gehörst du zu den
wahrscheinlich 95% oder zu den 5%, die das so dauerhaft durchziehen, um nicht zu sagen, vielleicht sogar zu dem 1%, der das wirklich macht. Also da ist der Erfolg fast schon nicht mehr zu vermeiden, weil du einfach, wenn du das wirklich so diszipliniert durchhältst, täglich 365 Tage lang, da wird sich so oder so ein riesen Erkenntnisberg ansammeln, dass du dann ein deutsches Buch über Metatrader-Programmierung schreiben könntest oder auch was auch immer. Letztlich definitiv gut investierte Zeit, meine ich mal. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Christoph, jetzt haben wir es echt halb. Ich weiß, du hast auch den Schuhdruck. Ich habe jetzt auch in einer Viertelstunde exakt auch den nächsten Call. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wir sagen mal, heute beschließen wir das Webinar. Ich finde es hochspannend, auch um dein Projekt wissentlich da tiefer einzutauchen. Und das Buch wird sich anschließen. Ich hoffe, Christoph, wir sehen dich dann halt spätestens Oktober, November nochmal oder zumindest zum Jahresabschluss auf jeden Fall nochmal in dem Webinar Teil 2 dieser Art und Weise, weil ich glaube, wir sollten das Thema ruhig nochmal bespielen, vielleicht nochmal mit ein bisschen Ergänzung, weil ich habe auch im Chat vorhin gelesen, dass ein anderer Kandidat, das ist der liebe Andreas, den ich auch persönlich sogar kenne von der einen oder anderen Messe, hier sogar dann ergänzte, dass er sozusagen diese 11 Mythen nochmal ergänzen würde. Vielleicht könnte, also mit weiteren 11 Mythen, da könnte man ja auch mal in einen kleinen Dialog gehen, mal so Ja, vorgeschlagen. Also gerne. ich würde sagen, Klar, wir setzen ja. das definitiv mal fort und ich würde mich auf jeden Fall vorab erstmal freuen, dass wir da auch nochmal anschließen an dein Projekt, Christoph, im Rahmen dessen, was da so ansteht. Coaching, vielleicht hat der eine oder andere jetzt natürlich deine Kontaktdaten eh schon gesehen, die direkt da in Anspruch Name dieser Möglichkeit, ohne dass wir hier irgendwas pitchen, ist natürlich gegeben, aber unter Umständen werden wir da vorab nochmal ein Programm einschieben, was noch mehr Einblicke liefert. Würde mich auf jeden Fall freuen. Alles klar, machen wir. Dann wünsche Super. ich hier von den USA aus einen schönen Herbst und danke, dass ihr alle dabei wart. Absolut. Dem schließe ich mich an, Christoph. Danke dir für deine Zeit ganz vorangebracht und dann würde ich sagen, auf bald, viel Erfolg bei allem, was ansteht. Und wir schließen uns nochmal auf bilateralen Weg kurz. Alles klar, machen wir. Super. Tschüss an alle. Tschüss in die Runde. Ciao, ciao. Schönen Feierabend.